So, damit sind wir bei der nächsten Aufgabe, nämlich Tanze beim Rohrmann, beim Heumann und Holzzelt. Aber bevor wir dazu kommen, eine erfreuliche Nachricht für euch. Ihr habt wieder die Chance, den Skin zu gewinnen, nämlich diesmal bei 2500 Abonnenten. Hört sich jetzt viel an, aber wird, denke ich mal, ziemlich schnell passieren. Warten wir es einfach mal ab. Also, wenn du noch kein Abonnent bist und gerne auch was gewinnen willst, gerne abonnieren. Gerne auch ein Like da lassen auf das Video, weil wie gesagt, ich lade euch alle Aufgaben hoch, mache für euch die Custom Games, Shop-Videos und so weiter. Aber für den Skin musst du bitte eine Sache definitiv machen, nämlich mir eine Freundesanfrage schicken an yt-familyhack. Ist nämlich genau derselbe wie auch der Creator Code. So, dann einmal auf Abschicken. Wie gesagt, an mich selber kann ich keine Freundschaftsanfrage schicken. Dann zeige ich euch auch direkt, warum ihr das Ganze machen müsst. Nämlich, wenn ich euch was schenken will, müssen wir länger befreundet sein. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir sehen es genau hier. Zum Beispiel School kann ich erst in einem Tag was schenken, weil wir halt erst einen Tag miteinander befreundet sind. Wie gesagt, man muss 48 Stunden miteinander befreundet sein, damit das Ganze funktioniert. Also Freundesanfrage rausschicken, wenn du am Tag der Verlosung wirklich was aus dem aktuellen Shop haben willst. Ansonsten müssen wir das nämlich um 2 Tage verschieben und das kann für dich sogar eher negativ sein. So, dann an alle Abonnenten oder alle Unterstützer, vielleicht wirst du ja auch einer, gerne Creator Code neu eintragen, yt-familyhack. Hat den Grund, weil wir haben den Creator Code jetzt 14 Tage. Es könnte sein, dass bei euch gerade keiner mehr drin steht, obwohl ihr meinen schon eingetragen hattet. So, einmal auf Annehmen. Dann gehen wir auch direkt rein. Ich mache das Ganze im Solo-Modus, zeige euch alle 3 Punkte, macht die Aufgabe im Prinzip direkt selber mit und ihr seht gleichzeitig auch, wo die ganzen Punkte dann sind. So, dann gehen wir nämlich mal rein. Dann wollte ich natürlich nochmal Danke sagen, alle, die immer wieder im Livestream dabei sind. Also Gruß geht da definitiv an alle, sag ich mal, 15 bis 20 Leute, die immer da sind. Gefühlt wirklich immer. Ich mache den Livestream an, es dauert keine 10 Sekunden und der erste ist da. Also das ist schon krass, finde ich. Also dafür, dass ich in Anführungszeichen so ein kleiner YouTuber bin und so viele Leute da sind, erstmal danke dafür. Dann, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit gleich Likezeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent bist. Und bei allem, wie genannten, dabei sein willst, sei es Custom Games oder so, dann gerne ein Abo da lassen. So, dann zeige ich euch mal gerade, wo der Ort ist, nämlich hier. Warte, wir scrollen mal ran. Auf dem Punkt sitzt der nette Mann. So, die Flugroute geht einigermaßen. Ich denke mal, da wird eigentlich jetzt keiner landen. Ich hoffe es einfach mal für uns selber. So, komm, los geht's. Ja, immer dieses Rumgeballer. Seid ihr eigentlich auch so welche, die immer in der Lobby sind und dann da rumballert, was eigentlich überhaupt nichts bringt? Außer Krach. Weil alle, die mit dem Headset spielen, wissen genau, was ich meine. Es nervt. Du willst gerade nur irgendwas noch gucken und hörst schon auf dem Kopfhörer bum, 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 bum. Furchtbar das Ganze. So, dann gehen wir auch mal rüber. Und wie gesagt, was den Itemshop betrifft, versuche ich es wirklich jeden Morgen euch den Shop hochzuladen. Es könnte natürlich auch mal passieren, dass ich etwas zu spät aufstehe. Und da könnt ihr euch denken, die Arbeit ist natürlich ein bisschen wichtiger. So, dann gehen wir mal hier runter. Weil ich habe eben schon mal eine Aufnahme gemacht mit der Aufgabe, aber da habe ich mich etwas mit dem Ort vertan. Ich dachte nämlich erst, hier müssen wir hin. Aber da habe ich mich einfach verguckt. Wir müssen nämlich genau hier hin. So, jetzt hoffe ich nur, dass hier keiner ist, aber sieht nicht so aus. So. Da sieht man schon, da sitzt er. Man kennt ihn. Und, ups, wo landen wir denn? Zack, ein Emote, zack, und raus aus der Runde. Wie gesagt, man kann es natürlich auch in einer Runde machen, aber ich denke mal, so ist der schnellste Weg. Weil in Gruppenkeile, man kann Pech haben, man könnte direkt beim Heumann oder Holzett landen, aber dann kommt man nicht runter bis zum Rohrmann. Deshalb mache ich das jetzt Ganze jetzt einfach so. Ich denke mal, so ist eigentlich noch die schnellste Variante.
Jetzt müssen wir halt nur gucken, wie jetzt die Flugroute ist, weil das Holzzelt ist halt bei Sweetie und der Heumann bei Francie. Und da habe ich damals schon, ich glaube, da kam die Season gerade komplett neu raus. Ich glaube, da ging es darum, dass man sich in den Heuballen verstecken musste. Und ich glaube, da habe ich schon gesagt, wetten, mit diesem Heumann kommt noch eine Aufgabe. Und ich hatte recht. So, denkt dran, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du jetzt immer noch kein Abonnent bist, dann klick doch bitte jetzt auf Abonnieren. Wie gesagt, kostet dich nichts und eventuell hast du das Glück und kannst im Livestream einen Skin gewinnen. So, auf geht's. Ah, der Heumann ist nämlich genau da. Sieht man schon von hier oben? Nein. Aber, oder sitzt er da? Aber hier bei der Flugroute könnte es echt sein, dass da schon einer landet. Wie gesagt, wir müssen einmal hier unten landen. Da ist das Männchen. Hier ist der Heumann. Und hier unterhalb von dem kleinen See ist dieses kleine Holzzelt. Da an der Kurve. Aber wir müssen dahin. Ein Controller dahin ist echt ein bisschen schwierig. So, jetzt hoffe ich nur, dass da wirklich kein Mensch landet. Beziehungsweise es kann gern einer landen, aber ich würde gern meinen Tanz definitiv durchführen. So, da ist die Kurve, da sehen wir schon. Mal gucken, ob wir es schaffen, auf seinem Kopf zu landen. Ja, alleine sind wir definitiv schon mal nicht. Ja, er will auch dahin. Ich versuche natürlich trotzdem auf dem Kopf zu landen. Zack, 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 zack. Und Aufgabe geschafft. Wie gesagt, das ist der Holzmann. Wir gehen nochmal gerade davor. Zack, hier ist er. So, direkt raus. Können manche sich freuen, weil sie unter die Top 25 kommen und zwar noch schneller. Jetzt geht es halt ab zum Holzzelt. Wie gesagt, bei Sweetie ist das Ganze. Wir fliegen auch direkt dahin. Ist unterhalb von dem kleinen See. Aber der obere See, weil da gibt es ja zwei, einmal den unteren und einmal den oberen. Aber wir müssen auf den unter, der unterhalb von dem See ist. So, na komm, wir müssen keine 4 Sekunden warten. Komm, Dankeschön. Und ihr seht ja, viele, viele Gruppeneinladungen. Ich weiß nicht, warum ihr mich immer einladet, weil ich habe ja gesagt, ich spiele immer nur online im Stream mit euch. Ganz, ganz selten, dass ich offline spiele. Wenn, dann spiele ich aber solo oder so. Also da lasse ich ja immer so, dass wirklich alle das gleiche Glück oder Recht haben, mit mir zu spielen. Da will ich auch keinen bevorzugen oder so, eventuell einen Mod oder so. Ja, das kommt schon mal vor, da muss ich jetzt doch ehrlich sein. Aber ich denke mal, da könnt ihr euch auch denken, die sind halt wirklich fast immer da und kümmern sich um alles. Und da muss ich dann auch mal ein bisschen Liebe zurückgeben. So, jetzt hoffe ich, dass die Flugroute auch noch passt. Dann haben wir nämlich die drei Orte auch fertig. Wie gesagt, hier ist dieser See und da ist die Feuerstelle. Da müssen wir jetzt hin. Route wieder perfekt. Also nochmal, ihr müsst einmal dahin, einmal dahin und einmal hier unten hin. Na. Damit markieren ist so bescheuert. Das muss ich mir gerade mal selber markieren, nicht, dass ich irgendwo falsch wieder hinfliege. Weil ihr glaubt gar nicht, bei der Aufnahme hat man so viele Sachen im Kopf, dass man wirklich das Einfachste der Welt vergisst. Da kommt man sich echt vor, wie manchmal wie so ein kleiner alter Opermann. Opermann. Kennt ihr Opermann? Vergesslicher Mann. So, dann geht's mal abwärts. Und wie gesagt, hier den Skin zum Beispiel habe ich auch geschenkt bekommen. Erstmal wirklich, ich kann da immer nur wieder Danke, 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 Danke sagen. Gruß geht da wirklich an alle raus, die da supporten. Aber selbst wenn ihr nur meine Videos guckt, reicht das vollkommen. Ja, leckt noch mehr. Aber merkt man direkt, hier ist eine Stadt, dann leckt es halt. So, jetzt hoffe ich, dass hier keiner landet. Noch einer kommt mit uns. So, schaffen wir es hier auch direkt vor zu landen. Ja, er muss auch den Tanz machen. Zack. Und da ist das Ganze geschafft.
Was macht er natürlich? Er wird uns killen. Zack. Wer hätte das gedacht? So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Die drei Punkte müsst ihr halt besuchen, immer einen Tanz machen. Ja, jetzt sind wir schon Level 130. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.